Dieser Fall ist ernst. Ladies, Gentlemen, Chromosom Gender 487, die Zukunft des Internets ist angekommen. Ihr kennt doch wahrscheinlich diese ganzen Livestream-Seiten, sowas wie YouNow oder Twitch. Und fucking Südkorea hat eine Internetseite ins Leben gerufen, die erstens schon mal Africa TV heißt. Wie kommt man auf fucking Africa? Das klingt wie Afrika. Und zweitens, die Streams, die auf dieser Seite angeboten werden, sind so... Ah, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und da ihr das unbedingt sehen müsst, nehme ich euch mit auf eine Reise nach Asien. Ab in den Flixbus nach Asien. Yeah. Oh nein, da kommen Reiskörner und Sojasauce. Fuck yeah. Flixbus. Neu. Der Bus fährt bis nach Asien. Jetzt neu im Kühlregal. Okay, meine knusprigen Zuschauer, wir sind endlich in Asien angekommen. Und da hinten ist unsere Touristenführerin. Gehen wir doch einfach mal hin. Mann, halt die Fresse, du blaues Stück Scheiße. Okay, Leute, wir sind endlich bei der Reiseführerin angekommen. Hallo, hinterher. Das ist die richtige Einstellung, yeah. Aha, mein Name ist Sushi Mushi, ich bin eure Reiseführerin. Yeah, das ist cool. Ey... Das war jetzt echt nur Spaß, Mann. Aber jetzt mal wirklich wieder zurück zum Thema. Auf jeden Fall dachte ich bei Africa TV, weil es ja eine riesengroße Streaming-Plattform ist, dass ich da schon gewisse Inhalte geboten bekomme. Ich werde euch jetzt also einen Livestream von dieser Seite zeigen. Seid ihr bereit für neue Kultur frisch aus Asien? Was? 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 Was ist das? Das ist die fucking Zukunft des Internets. Der war am besten, Alter. Was ist das und was soll das? Und warum schauen sich das Tausende von Leuten an? Sie hat sogar einen YouTube-Kanal. Also wenn ihr da mal abonnieren wollt, Freunde, dann könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Digga, hat die gerade geschissen? Hat die gerade einen Furz gelassen? Gebe diesem Video einen Daumen nach oben oder du musst als Putzfrau bei Africa TV arbeiten.